Das Traumschiff steuert heuer die Franzensburg an. Intendant Adi Hirschall kehrt auf die Bühne zurück und schlüpft in die Rolle des Kreuzfahrt Entertainment Officers. Wir brauchen nur unser Traumschiff mit dem Daumen am Horizont fixieren. Kannst du das? Ja. Und jetzt werden Sie genau sehen, dass es wegfährt. Das diesjährige Stück Traumschiff Alles läuft schief bezeichnen die Autoren Christian Dykes und Oliver Lendl zu Recht als Desastrikel. Man stelle sich vor, eine kleine idyllische Palmeninsel mitten im Pazifik, die Insel der Träume, davor das Traumschiff. Nach dem Landgang wird die Unterhaltungstruppe des Kreuzfahrtschiffs allerdings auf dem Eiland vergessen. Irrtümlich? Mit Absicht? Wir wissen es nie ganz genau, ob wir vergessen wurden oder ob es sich um einen Irrtum handelt oder ob es Absicht war, kein Mensch weiß es. Vielleicht wollten wir auch Urlaub machen, ne? Also das entwickelt sich in eine ganz seltsame Richtung hin noch, diese Stimme. Die Gruppe rund um Entertainment Officer Adi Hirschall ist beim unvorhergesehenen verlängerten Landgang mit einer ganzen Reihe unerwarteter Herausforderungen und Komplikationen konfrontiert. Was erwarten sich die Zuseher? Spaß! Also in eine reiche Märchenwelt entführt, ein Schiff, auf dem Liebe, Gelage, Gesaufe und Neugier auf fremde Länder und fremde Kulturen stattfindet. Und viel freie Küche, also man kann dort essen, was man will, ist ja all inclusive. Also wo genau diese Insel liegt, weiß ich nicht, aber ich lasse mich jedenfalls einstimmen, denn ich habe für nächstes Jahr im Jänner eine 14-tägige Kreuzfahrt durch die Karibik gebucht. Also daher verfolge ich das heutige Spektakel mit besonderem Interesse. Man fährt ja auch Boot in Luxemburg, könnte man da auch mal ein Traumschiff machen, eine Traumschifffahrt? Könnten wir machen. Also wenn es tief genug wäre und sein Riesenschiff es aushalten würde, dann könnten wir es machen. Ja? Wir haben dann die kleinen Traumschiffe. Da gibt es so einen Riesenschwan, da kann man recht gut kuscheln. Also die kleinen Traumschiffe haben wir. Ja, für Schiff ist der Teich vielleicht zu klein, aber ich bin schon sehr gespannt auf diese Vorstellung und es wird besonders lustig auf diesem Schiff, habe ich das Gefühl heute. Dann doch lieber aufs echte Traumschiff? Ich war zweimal am Traumschiff, einmal in Hawaii und einmal in Indien. Und ich glaube, es gibt keinen Schauspieler, der da nicht gern mitspielt, weil man ist einen Monat am Schiff oder einen Monat in dem Ort und die Rollen sind ungefähr alle gleich verteilt und man arbeitet nur 12 Tage und der Rest ist Urlaub. Es spielen Pia Barisch, Christian Dykes, Susanne Gschwendtner, Oliver Lendl und natürlich Intendant Adi Hirschall. Ich bin momentan, jetzt so wie ich hier stehe, der Kapitän des Schiffes und anschließend, wenn ich dann auftrete, bin ich der sogenannte Entertainment Officer, ja? Verantwortlich für die Qualität der Darbietungen. Ja. Und wie ist die Qualität der Darbieter? Hervorragend, alle beste, großartige Bewertungen im Internet. Traumschiff, Alles läuft schief, ist noch bis zum 18. August in der Franzensburg zu sehen. Gespielt wird Samstag und Sonntag jeweils um 16.30 Uhr. Und wir können das Hintertupfing, sondern aus dem Ötscherland. Merkt ihr das?